Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Emerald Nuzlocke Randomizer. Heute steht die Liga an. Und wie ihr seht, habe ich ein wenig trainiert. Alles auf 58. Hier seht ihr die Attacken Rock Smash, Aeroass, Cross Chomp und Seismic Toss. Die kannten wir ja schon. Auch Taubos hat nichts Neues gelernt. Ampharos für Donner. Milotic ist auch noch alles beim Alten. Ach, hier kann man sehen, ich habe auch ein paar diese PP-Ups alles benutzt, ja. Hier ist sogar PP-Max benutzt worden bei Psychic. Auch bei Nidoking gab es ein PP-Up. Hat der denn... Sonst haben die auch nichts Neues gelernt, glaube ich, ne? Nein. Sonst ist viel beim Alten geblieben, hat wirklich nicht viel gelernt. So, Hallo Arena. Genau, hier dürfen wir nur rein, wenn wir alle... geworden haben. Glaube an dich selbst und deine Pokémon und gehe weiter nach vorne. Pokémon-Liga! Pokémon-Smaragd! Hallo. Es ist Sydney. Der Top 4. Los geht's! Top 4 Sydney would like to battle Ulrich. Oder Ulreich. Ich glaube, Ulreich heißt er. Bei uns, in der deutschen Version, so Affe gegen Makenaien. Guck mal, hier kommt mir der Name. Crosschomp. Geht daneben. Sand Attack. Es wird nicht besser werden. Crosschomp. Trifft nicht. Wir hätten es uns denken können. Double Edge. Zieht das viel ab? Nein. Seismic Toss. Das ist nur normal effektiv. Ach, das ist ärgerlich. Pass mal auf. Hallo? Ich gehe nach unten. Nidoking. Affe, okay, come back. Do it. Random. Double Edge ist kein Problem. Dürfte nicht so viel abziehen, genau. Earthquake. Erdbeben. Müsste effektiv sein. Ja, reicht. Tschüss, Magnaien. Shift Tree. Ich muss gerade. Ich weiß. Milotic. Habe ich auch auf Level 59 gelevelt. Ich glaube, dies. Oder Pet wird unser wichtigstes Pokémon hier werden. Surfer. Ich weiß nicht, ob es nicht clever gewesen wäre. Ja, wäre es. Double Team, ich kotze ab. Ice Beam, ich wusste es. Swagger, moves like Swagger. Pokémon, Vögeln. Extra Sensory. Wing Attack. Trifft. Tisch. Tschüss, wollte ich sagen. Die teilen sich momentan in die EP. Absol. So. Hallo, Absol. Earthquake. Wir lassen die Erde beben. Reicht, das reicht nicht. Schwertanz. Sein Angriff steigt. Und seine Beere hilft ihm auch. Hornattacke müsste es aber eigentlich beenden, hätte ich gesagt. Okay, aber... So. Dann kommen wir auch schon zu einem ersten Trank. Es ist die Hyper-Potion. Mehr brauchen wir hier eigentlich nicht. Earthquake, reicht das? Ja, klar. Gott, was ist das denn? Kann ich damit anfangen, so weiter? Er hatte, glaube ich, auch einen Krebu-Ding. Tja. Oh, Gott sei Dank. Donnerpunch, das müsste reichen. Und tschüss. Yes, yes, yes. Bitch, please. Als nächstes kommt Cacturn. Das sagt mir auch wieder überhaupt nichts. Bleib einfach mal. Ach, alles klar. Ich wechsle auf Vögeln. Cottonspore.
Ringelzeck. Müsste reichen. Kann man noch niemals dazu irgendein. Doch, einen hat er, glaube ich, eintreten, ne? Hör zu, was der Loser zu sagen hat. Er wünscht uns viel Glück. Auch wenn wir diesen Kampf geschafft haben, es wird nicht einfacher werden. Vor allem, weil hier schon die Dame auf uns wartet, gegen die wir nichts in der Hand haben. Ich habe auch kein Dingens mehr, ne? Okay. Wie gesagt, gegen sie haben wir nichts, was sehr effektiv sein kann, wird, soll. Und ich habe Angst, dass wir die ganzen AP verschwenden. Aber wir riskieren es. Es ist Phobe. 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 Ching, 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 ching. Din, 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 din. Es geht los mit Dusklops. Dusklops. Pit. Setz Surfer ein. Protect. Schutzschild. Kein Problem. Das nehmen wir noch hin. Protect. Diesmal nicht Surfer. Es ist normal, effektiv. Ach, es reicht nicht. Curse. Fluch. Es muss auf jeden Fall raus. Ich wechsle. War nett. Ja, was soll ich sagen? Vögeln, los, rein mit dir. Ich kann es ja mit Fly und Wing Attack versuchen. Thunderbolt, okay. Das reicht nicht, nein, das ist zu wenig. Tschüss, Banett. Das Klops, das hatten wir schon mal. Random. Diesmal mit Stärke ist natürlich völliger Schwachsinn, was ich hier mache. Earthquake meine ich natürlich. Ich mach den ab. Alles klar, jetzt muss ich kurz weg. Super Potion. Hyper Potion, was auch immer. Hornattacke, wieso das denn? Was machst du da? Earthquake. Jetzt wird sie gleich, so wie ich, die Hyper-Potion einsetzen. Also jetzt wird sie, glaube ich, noch eine Hyper-Potion einsetzen. Not. Okay, ich muss es rausnehmen. Das hat hier keinen Sinn mehr. Für ist mir eigentlich egal, Pet. Surfer. Tschüss. Ah, nett. Glaubst du, sie hat so 250 mal das gleiche Pokémon? Twister? Sehr gut. Oh, Sieg. Puh. Oh, darn. Mach die Tür auf. Ja, ich laufe in die Wand, ich Schlaukopf. Und hier ist wieder euer Schlaukopf. Hallöchen, meine Liebe. Ich mache mir hier jetzt schon ein wenig Sorgen. Was war das denn? Mach mal. Was? Gib mal hier, ich hab da einen Eisheiler genommen. Klasse. So. Hallo, meine Liebe. Ich wollte ja auch gar nichts einsetzen. Hui. Camero wird hier, glaube ich, unser bester Freund werden. Hallo. Es ist Glacia von der Top 4. Sie hat Eisskills dabei und wir werden sehen, ob wir gegen die Eisskills bestehen können. Hallo, Glacia. Den. Den, 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 den,
Selio. Man merkt, langsam werden die Pokémon stärker. Thunder. Gott sei Dank trifft's. ...1371 Erfahrungspunkte. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe doch A gedrückt. Das ist nämlich jetzt schlecht. Ich wusste, dass sie das Viech hat. Ich habe es nur vergessen. Ich würde gerne den Cross-Jump einsetzen. Sileo zieht auf Camiro. Das ist ihr stärkstes Pokémon auch. Hagel. Tschüss. Ist das wieder das Vieh? Ja, klar. Reicht's heißt Metiktos? Nein, reicht's nicht. Aber das reicht. Walrein. Camiro. Da war das gerade auch nicht ihr stärkstes. Das ist ihr stärkstes Pokémon. Was ist auch schon wieder tot ist? Das war easy diesmal. You and your Pokémon. How hard your spirits burn. Din. 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 Din, 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 din. So, der vierte der Top 4. Ein alter Captain. Jetzt wird's hart, meine Lieben. Hallo. I'm the last of the Pokémon League. Elite Four Drake, the Dragon Master. In jeder Pokémon-Liga muss ja ein Drachenmeister sein. Hier ist er. Din, 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 din. Ein alter Captain. Mit Shelgon. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass Ice Beam trifft. Hat sich jetzt nämlich schon erledigt. Es ist effektiv, er ist tot. Es ist effektiv, er ist tot. Ist normal effektiv, er ist nicht tot. Am liebsten wechseln zu Camero. Jetzt wieder natürlich Full Restore einsetzen. Body Slam. Und danach Punches ist tot. Flygon. Ich auf jeden Fall wechseln wieder zurück zu Pet. Ach, du bist das. Ice Beam. Earthquake, ist nicht schlimm. Was auch noch lustig werden wird, dass da ich ja. Huah, one it. Ha! Easy! 61, ich wusste, dass es das wichtigste Pokémon hier werden wird. Superb, it should be said. Said, he said. Got to Minky, English. You deserve every credit for coming this far as trainer of Pokemon. You do seem to know what is needed. Yes, what a trainer needs is a virtuous heart. So. Der Champion wartet auf uns. Jetzt wird's heavy. Denn das Problem ist, da die Version auf Englisch ist, werde ich nicht alle Namen können. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich erstmal einen Aether benutzen werde. Auf Ice Beam. Wie schaut es denn im Allgemeinen aus? Bei dem PP-Grad. Das ist super, das klappt. Das ist auch nicht schlecht. Dark decke ich noch ein. Lucas noch ein. Du brauchst erstmal keinen. Das heißt, ein Aether auf Camero und Donnerpunch. Und einen auf Affe und Cross-Chop. Huah! Hallo! Willkommen, Minky! Der Vorfall in Xeneroville ist egal. Es geht jetzt darum zu testen, was ich kann. Einen eleganten Tanz möchte er, den kann er haben!
Champion Wallace was like to battle. Mit Wailord beginnt er den Kampf. Das ist natürlich schlecht schon für uns. Allgemein ist das schlecht. Was mache ich hier? Regentanz. Wir wechseln auf Camero. Double Edge. Kein Problem. Es dürfte nicht sehr effektiv sein. Puh. Es wird gerade richtig spannend. Da es hier wirklich um alles oder nichts geht. Verlieren wir unsere Pokémon? Verlieren wir unsere Pokémon? Keine zweite Chance in der Liga mit diesem Pokémon. Und ich habe versucht, die Besten mitzunehmen. Das ging noch gut. Garados. Ich bleibe. In schiller Hoffnung, dass Donner jetzt trifft. Ich hab's gewusst. Ich hätte mal mir sagen können. Also man hätte mir fragen können, was meinst du, was passiert jetzt? Und ich hätte sagen können, er setzt Donner ein. Aber ich, Idiot, möchte es ja nicht glauben. So, Hyperstrahl, nächste Pokémon tot. Hyperstrahl. Fast nächste Pokémon tot. Es kann nichts einsetzen. Ich kann... Tentacruel, ja. Geil wäre jetzt natürlich... Psychic. Das ist nämlich sehr effektiv, weil es ein Gifttyp ist. Full Restore. Full Restore auf Vögeln. Eisstrahl ist kein Problem. Doch, anscheinend. Ludicolo, wir bleiben. Wir werden dich jetzt nur mal kurz mit einer Hyperpauschen ausstatten. Und er mit Doppelteam. Das wird jetzt schon eklig. Wir kennen das ja, wenn Trainer Doppelteam einsetzt, aber es ist crittet. Amnesie. Es crittet. Full Restore. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Jetzt setzt er nämlich andauernd Amnesie ein, aber dagegen haben wir was, nämlich den Parish Song. Und ich versuche wirklich nur, diesen Parish Song jetzt zu überleben. Es ist soweit. Parish Song. Nach dem Surfer. Es nimmt ihn raus. Für Milotic. Möter stirbt. Und damit hat es sein Milotic gerettet. Smart. So, und wir bleiben nur noch auf Milotic. Vergiftet. Aber tot. Wir wechseln auf Pet. Auch wenn es ein Donnertyp ist. Wir müssen es jetzt riskieren. Amnesie. Es ist eingefroren. Jetzt könnte die Hydro-Pumpe treffen. Wieso? Wie hat der so viele davon eigentlich? Hyperstrahl. Ist nicht schlimm. Es muss sich jetzt nämlich aufladen. Hydro-Pumpe. Das Ding müssten wir eigentlich in der Tasche haben. Jawohl. Wir haben es geschafft. Auch wenn das richtig, richtig eng wurde. Sieg. Wir haben die Pokémon-Liga geschafft und Maike kommt zu spät. Denn die wollte uns einen Tipp geben. Das war wohl nichts. Auch Professor Lind kommt hinzu. Heißt er Professor Lind? Oder Professor Bierke, ne? Ja. Nun geht es in den Champion-Raum, in die Ruhmeshalle. Doch Maike darf hier nicht rein. This room is there,
die Rekorde festgehalten werden. Room of Champions. 2, 3, 4, 5, 6. Din, 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 din. Saving or turn off the power. Na gut. Milotic, aka Pet, Level 61. Taubos, aka Vögel, Level 58. Ampharos, Level 59, aka Camero. Affe, aka Rasaf, Level 58. Traunfugil, aka Möter, Level 58. Und Nidoking, aka Random, Level 58. Welcome to the Hall of Fame. Das bin ich. Minky, mit einer Spielzeit von 36 Stunden, knapp 37 sogar. League Champion, congratulations. Ja. Und mit diesen schönen Credits kann ich mich dann auch bei euch bedanken. Denn das Ziel war es, mit dem Randomizer Nuzlocke die Liga zu schaffen. Das habe ich geschafft. Das haben wir geschafft. Mit dem Glück unserer Pokémon. Hier werden nochmal die gezeigt, die auf der Box lagern. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das müssen die sein. Ein bisschen Potenzial hatten wir tatsächlich noch auf der Box. Naja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und würde mich freuen, wenn ihr bei einem der nächsten Parts beziehungsweise bei einem der nächsten Projekte reinschaltet. Schaut euch FM an, Infamous oder eins der zukünftigen Projekte, welches im Dezember geben wird. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, nochmal danke und auf Wiedersehen.